Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zur besonderen Premiere des Heftchen der kleinen Zuhlerei. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Dr. Brunse, der Autor, die Schirmherrschaft dieses sehr, sehr interessanten, ich durfte schon mal reingucken, Heftchen sich erarbeitet hat. Also es bleibt weiterhin aktuell das Thema Hexen. Vor Jahren hatte ich bereits schon mal angeregt, dass wir einen Platz schaffen, wo wir den Zuhlerhexen mal gedenken, in Form eines Steins oder einer Stele oder wie auch immer. Das hat noch keine Mehrheiten gefunden. Vielleicht ist der heutige Tag auch der Anlass, das nochmal ins Gespräch zu bringen. Und eine Sache darf ich vielleicht gleich zu Anfang verraten als besonderes Bonbon dieser Ausgabe. Das hatten wir nämlich noch nie. Das Heft hatten wir schon für einen Druck abgegeben und immer war die Frage noch offen, wo genau war denn nun dieser Hexenverbrennungsplatz? Montag haben wir es in Druck gegeben, Frau Wiedemann wird mir recht geben. Dienstagabend kriegte Uli Brunzel Besuch von einem Herrn, der ein Dokument mitbrachte. Und dann rief er mich Mittwoch an und sagte, wir wissen, wo er ist, wir wissen, wo der Platz ist. Haben wir den Druck angehalten, das gab es wirklich noch nie. Und uns ist also gelungen, das einzuarbeiten. Wohlgemerkt, wir reden von der vorigen Woche, nur dass Sie mal wissen, wie schnell auch heutzutage die Dinge sind. Und es ist drin, ich überlasse natürlich dem Herrn Brunzel gerne zu berichten, den genauen Ort, weil er ist der Autor. Und es ist ein unrühmliches Kapitel unserer Geschichte, aber es gehört zu unserer Geschichte und ich denke auch für die Stadt sprechen zu können, man muss sich der Geschichte in ihrer Gesamtheit stellen. Das haben wir auch mit diesem Heft getan. Ich freue mich, dass es da ist und wünsche uns jetzt gemeinsam eine interessante Stunde. Die Stadtväter der damaligen Zeit haben in Verbindung mit der Kirche dann das Werk eigentlich der Kroaten fortgesetzt, nur mit oder unter anderem Vorzeichen. Die Kroaten haben gefoltert, um Schätze und Gold zu finden, versteckte Depots ausfindig zu machen. Und die Stadtväter und die Geistlichkeit jener Zeit hat gefoltert, um zu erlangen, dass ein Geständnis erfolgt, dem sich die betreffende Person zur Hexe erklärt. Zumindest ist klar, wo der Hexenverbrennungsplatz liegt. Ich habe ihn auch an ganz falscher Stelle vermutet. Es sind ja nun viele Begehungen durchgeführt worden. Es gab auch Hinweise aus der Bevölkerung. Es gab Mutmaßungen. Es gibt auch Neudorfer, die wissen genau, wo er liegt. Die streiten sich dann auch und sagen, die wissen es ganz genau, der liegt dort und dort. Trifft alles nicht zu, muss ich sagen. Aus einem Erlebnisbericht, der sich eben aus der Akte ergibt, aus der Akte selbst hätte sich das gar nicht ergeben, kann man entnehmen, da ist ein Metzger nachts von Heinrichs nach Suhl gelaufen, schlotternden Knies, denn vier Tage vor dem war auf dem Hexenverbrennungsplatz eine Frau verscharrt worden, eben die Osanna Kainer, die nach unsäglicher Folter, die ist vom Nachmittags bis zum anderen morgens früh, 5 Uhr, durchgehend gefoltert worden, was eigentlich gar nicht zulässig war, das muss ich dazu sagen, denn da gibt's ja, oder gab es ja auch Vorgaben, an die sich aber keiner gehalten hat. Und die Frau ist auf der Folter verstorben und man ersieht aus der Akte das Bemühen der Stadtväter, die dafür verantwortlich waren, für die Vernehmung der Frau, der Geistlichkeit, das ist unter anderem der Pfarrer Zehner, der auch die Bergpredigt geschrieben hat, der spielt hier eine Rolle und natürlich auch die Folterknechte, die ihre Hände in Unschuld waschen und sagen, also an den Hals ist ja, der Frau ist ja gar niemand gegangen, er ist gebrochen und das war der Teufel dann. Und da gibt es also Schriftstücke, aus denen sich das eindeutig ergibt. Es war dann immer so, hat eine Person die Folter nicht überstanden, dann war es der Teufel, der seine Hand hier im Spiel hatte. Kinder, junge Mädchen, alte Frauen und vereinzelt auch Männer fielen vor allem im 17. Jahrhundert in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas dem Hexenwahn zum Opfer.
In Suhl war es eine Anna, eine Susanna und eine Apollonia. Man hätte hier auch andere Namen einsetzen können, ich habe einfach diese Namen genommen. Drei Frauen von vielen, die auf dem 1611 eingeweihten Hexenverbrennungsplatz am Seemar verbrannt worden sind. In stillen Nächten glaubt man am Seemar die Schmerzensschreie der gequälten Frauen zu hören. Der genaue Standort des Verbrennungsplatzes wird in dieser Publikation näher benannt. Es wäre ein Gebot der Stunde, an dieser Stelle in geeigneter Form den unschuldigen Opfern mit einer Stele zu gedenken. Die Wahnvorstellung, die sich auch im damaligen Amt Suhl in der Errichtung eines eigenen öffentlichen Verbrennungsplatzes, ich muss dazu sagen, 65 Jahre nach Einführung der Reformation, zeigten, sind aus dem überall verbreiteten Volksaberglauben nichts zu erklären. Dazu bedurfte es an verantwortlicher Stelle in Kirche und Staat verankerte Zeitgenossen, die dem Hexenwahn verfallen waren und die sich gestützt auf ihre Machtbefugnis zur Hexenverfolgung berufen fühlte. Es ist durchaus nicht so gewesen wie in Suhl oder im Hennebergischen, dass überall nun so intensiv, es gab Hexenverfolgung in ganz Deutschland, im ganzen deutschen Raum, also im römisch-katholischen Reich überhaupt, aber es ist mit großen Unterschieden geschehen. In manchen Gegenden haben wir fast überhaupt keine Hexenverfolgung, weil es Menschen gab, die das abgeblockt haben. Und man muss auch sagen, und das war immer tödlich, wenn sich auch Geistliche oder Pfarrer jener Zeit nun gegen diese Hexenverfolgung gestemmt haben. Die sind zum Teil dann als Ketzer selbst verbrannt worden. Und ich muss sagen, nicht erst 1611, als der Suhler Hexenverbrennungsplatz hier errichtet oder eingerichtet worden ist, gab es ja die Hexenverbrennung. Im Vorfeld wurden natürlich auch Suhler Frauen, zum Teil aber auch Männer, der Hexerei angeklagt. Aber die sind dann vom Scharfrichter in Meining oder in Schleusingen hingerichtet worden, weil Suhl sich den Luxus eines eigenen Hexenverbrennungsplatzes bis zu dem Zeitpunkt nicht geleistet hat. Die Hexenverfolgung im Amt Suhl und die Eintragungen der Hinrichtung in den Kirchbüchern zeigen, mit welcher Menschenverachtung und Brutalität die Hexenjäger der Reformation vorgegangen sind. Auch die Suhler Hexenprozesse lassen nur einen Schluss zu, dass an die Stelle der Nächstenliebe Rechthaberei und an die Stelle gerechter Gesetze die Willkür trat. Man unterstellte den Wehrlosen, sich mit einem bösen Dämon verbündet zu haben, um den Menschen Schaden zuzufügen. Die Ausrede der Kirche, dass die Beichtväter erst vor der Urteilsvollstreckung und zumeist nach brutaler Folter zu den Opfern gelassen wurden, um Trost zu spenden, liegt neben der Wahrheit. Tatsächlich war es die Kirche selbst, die an den Hexenglauben in Wort oder die den Hexenglauben in Wort und Schrift verbreitet hat und der Hexenjagd mit unbeschränkter Machtbefugnis nachging. Die Kirche war ständig auf der Suche nach Verdächtigen, während sich die weltliche Obrigkeit arbeitsteilig um das Geständnis in Anführungsstrichen gesetzt natürlich, und die Aburteilung zu kümmern hatte. Aus der Chronik von Johann Sebastian Güth, Poliographie Meinigensis, veröffentlicht 1676 in Gotha, wird bezogen auf die Periode der Hexenprozesse Folgendes ausgeführt. 1638 forderte die hennebergische Regierung in Gemeinschaft mit dem Konsistorium die Pfarrer auf, gegen das überhandnehmende, verdammliche Laster der Hexerei in den Predigten ernstlich zu eifern. Die Rohheit des Dreißigjährigen Krieges beförderte den Wahn. In trauter Gemeinschaft oder Gemeinsamkeit zwischen der reformierten Kirche und der Regierung ging man auf Hexenjagd.
Die Auswirkungen bekamen viele unschuldige Frauen auf tragische Weise zu spüren. So wurde zum Beispiel 118 Jahre nach Einführung der Reformation am 4. April 1662 der tote Körper der Osanna Keina, auch die Geul genannt, aus dem Sula Schlauchgarten dort verscharrt, wo bislang die Hexen verbrannt wurden. Was dieser Frau, und dazu habe ich die Akte hier, was dieser Frau an Unmenschlichkeit angetan wurde, wird deutlich, wenn man weiß, dass sie 3 Jahre gefesselt im Gefängnis gehalten und dort vom Scharfrichter gefoltert wurde, aber, wie aus dem Kirchbuch zu entnehmen, nicht gestanden hat. Und da gehört schon eine unwahrscheinliche, auch geistige Kraft dazu, dem standzuhalten. An den Folgen der Folter ist sie dann am 3. April verstorben. Als Ursache für den Tod wird wie üblich heuchlerisch angegeben, dass der Teufel ihr den Hals gebrochen habe. Die Nächstenliebe der Kirche wurde zu einem Fremdwort degradiert. Mir hat es zum Teil das Blut in den Adern gestarren lassen. Ich will das erstarren lassen, ich will das mal so sagen. Und ich habe tatsächlich auch Nächte gehabt, in denen ich über die Dinge nachgedacht habe, vor allem was die Folter anbelangt, was da den Menschen angetan wurde, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Und das beschreiben eigentlich auch die Zeilen nicht, wie wir sie hier haben. Das war immer schwierig dann, es hätte Untersuchungen geben können, wenn jemand auf der Folter stirbt, denn so weit sollte es ja nicht kommen. Hat man sich also an die Regierung in Schleusing gewandt, also an die Regierungsstelle, die damals zuständig war für das Amt Suhl, und hat mitgeteilt, dass der Teufel ihr den Hals umgedreht habe. Und man hat gebeten, mitzuteilen, wie weiter mit ihr zu verfahren sei. Und von dort kam dann die Mitteilung, dass sie auf dem Hexenverbrennungsplatz verscharrt werden soll, innerhalb von 2 Tagen. Hans Albrecht aus Suhl, das hat sich sicher rumgesprochen dann in der Stadt und in den Gemeinden ringsum, und der musste dann nachts von Heinrichs nach Suhl laufen, schlotternden Kniens, mit furchtbarer Angst. Und die alte Straße von Suhl nach Heinrichs ist heute die Straße am Bahnhof, die Hopfenblüte, ein Gasthaus, Dreiländereck. Dort, wo also heute dieses Autohaus sich befindet, da war die Hopfenblüte. Und da stießen die Gemarkungen aneinander, Heinrichs, Suhl und Neudorf. Und im Bereich dieser Hopfenblüte, das Gasthaus wird zu dieser Zeit noch nicht existiert haben, ich weiß es nicht, ging der Weg von Heinrichs vorbei nach Suhl, die Straße am Bahnhof. Das ist oberhalb der ehemaligen Ausstellungshallen, die hier abgerissen worden sind, also vor der Unterführung, die zur Autobahn geht. Der Hexenverbrennungsplatz lag dann in dem Bereich des Bahndamms, also er ist überbaut worden. Der Hügel ist zum Teil abgetragen worden, eingeebnet worden, aber beim Bau des Bahndammes und auch wohl 1986, ja, sind eine Menge Tierknochen gefunden worden. Und die toten Tiere wurden am Rand des Hexenverbrennungsplatzes verscharrt. Und das ist ein großes Indiz schon dafür, dass dort der Hexenverbrennungsplatz war. Hinzu kommt, wie gesagt, die Straße. Und das wird in diesem Bericht, den ich jetzt aber nicht im Einzelnen vorlesen will, das würde zu weit führen. Der Hexenverbrennungsplatz lief dann direkt, oder die Straße lief dann direkt am Hexenverbrennungsplatz vorbei, sodass wir wissen, er lag also ziemlich im Tal. Es ist eine Erhöhung. Ich habe mir das selber nochmal angeschaut, und es ist eigentlich erstaunlich, dass man an ganz anderer
Stelle gesucht hat, aber ich war davon auch nicht ausgenommen, ich habe den auch ganz woanders vermutet, denn der Wald ging ja auch ziemlich bis runter, muss ich mal sagen. Und wer nach Suhl laufen musste nachts, das gab ja dann nur eine Straße oder einen Weg, der ist nicht durch den Wald gegangen, also der ist diesen Pfad oder diesen Weg gegangen. Aber das ist schön, dass wir das hier so haben, es ist zum Teil also im Buch verarbeitet worden. Früher wohnte im oberen Neuendorf bei Suhl ein Förster namens Gröbel, dessen Kinder eines Tages so sehr mit Ungeziefer behaftet waren, dass sie sich nicht vor anderen Leuten mehr sehen lassen konnten. Um diese Zeit kam einmal der Suhler Oberförster in die Wohnung dieses Forstbeamten. Da ihm diese gegen sonst so still und leer vorkam, fragte er unter anderem auch nach den Kindern. Ich habe sie auf dem Boden einquartiert, denn sie sind voller Läuse und man muss sich schämen, wenn jemand ins Haus kommt. Wo die Kinder das Ungeziefer aufgelesen haben, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach ist es ihnen angehext worden. Das ist ja nun das Einfachste, die einfachste Erklärung. Wenn ich nur wüsste, was man in diesen Fällen zu tun hätte, so entschuldigte sich Gröbel seinem Vorgesetzten gegenüber, der darauf erwiderte, was? Sie wollen Förster sein und wissen nicht einmal, wie man solch ein verflixtes Teufelsweib, das anderen Leuten Ungeziefer auf den Pelz zaubert, heraufbeschwören kann? Ich will die unbekannte Missetäterin sofort hierher zitieren. Geben Sie mir mal Ihre Kaffeemühle. Gröbel brachte diese schnell herbei und der Oberförster nahm sie zwischen den Knien, drehte die Kurbel rechts herum und murmelte leise einen Spruch vor sich hin. Da ging plötzlich eine Frau draußen vor dem Haus auf und ab. Leierte der Oberförster links herum, so ging auch die Frau wieder zurück. Und so ließ er sie nun nach Belieben mehrmals hin und her spazieren. Nun kannte man nicht nur die Läuse annexende Person, es war eine Neuendorferin, sondern des Försters Kinder waren seit jener Stunde vom lästigen Ungeziefer wieder befreit. Oh, wie schön, kann man da sagen. Aber die Menschen jener Zeit haben halt an solche Dinge geglaubt. Und ich bin weit davon entfernt. Es wird in vielen Büchern immer geschrieben, das trifft auch für Suhl zu, dass nun diese Hexenverbrennungen Volksfeste waren, dass die Menschen sich da versammelt haben, lustig waren und so weiter. Ich muss sagen, nach dem Studium der Akten und dem allen, was ich hier gesehen habe, kann ich diese Auffassung nicht teilen. Man war ja damals sehr darauf bedacht, dass die Menschen also regelmäßig in die Kirche gehen, am Abendmahl teilnehmen. Alleine, wenn sie das nicht getan haben, fiel schon ein Verdacht auf sie. Und der Verdacht fiel natürlich auch auf sie, wenn sie nicht an so einer Hexenverbrennung teilgenommen haben. Da bin ich also überzeugt davon. Ich sehe das also mit anderen Augen und kann mich da der Auffassung vieler Zeitgenossen, die sagen, also das Volk hat sich verlustobiert, die kann ich durchaus nicht teilen. Das war eine Zwangssache. Sie mussten sich sehen lassen, dort mussten dahin gehen. Vielleicht abschließend etwas zu der Problematik der Hexen heute. Ich meine, jeder, der hier im Raum sitzt, wird es ja nun selbst erleben. Rundfunk, Fernsehen, ja, Suhl hat selbst eine Hexe, muss ich mal sagen. Allerdings ist einem auch eine Hexe aus Grimms Märchen. Eigentlich sollte, es ist ja eine gute Hexe, ich weiß es ja. Die macht das auch prima und die versorgt die Touristen und so. Aber eigentlich ist es eine böse Hexe. Wenn ich mal dem Gebrüdern Grimm folge, das zeigt also das Aussehen. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von Frauen, die sich selbst als Hexen bezeichnen, als gute Hexen, als weise Frauen, die sich so nicht maskieren würden. Und für mich ist es ganz erstaunlich,
ob das der Karnevalsclub ist oder ob das andere Bereiche sind. Zellermehls, Walpurgisnacht wird wahnsinnig gefeiert, da tanzen die Hexen rum. Aber ich glaube, keiner denkt daran, was da mal gewesen ist. Zum Beispiel in Suhl vor 400 Jahren, die meisten wissen es ja auch gar nicht. Aber wie eben auch die Frauen verfolgt worden sind. Dem Prototyp der zeitgemäßen Hexe steht die historische Hexe gegenüber, die in Harry Potter den Kindern Angst einflößt. Alles hängt damit zusammen, dass der Glaube an Hexen, Zauberei und Magie im Bewusstsein vieler Menschen verankert ist. Der sogenannte Hexensabbat sorgt selbst an den Börsen für Kursbewegungen. Wir sehen also, das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche.